Krachende Warnniederlage vor allem von FDP und Grünen bei den jüngsten Landtagswahlen in Brandenburg sowie der kompletten Wahlniederlage aller Ampelparteien bei den zwei vorangegangenen Landtagswahlen fordert Sarah Wagenknecht nun den Rücktritt der ganzen Regierung. Ich würde sagen, wir schauen mal rein, mit welchen Argumenten sie das tut. Ich bin gespannt. Ich begrüße Sie auch herzlich. Und es ist ja sichtbar, dass die Wahlen in Ostdeutschland, also jetzt auch die Wahlen in Brandenburg, natürlich auch Erschütterungen hier auf der Bundesebene hervorrufen. Und das zu Recht. Ich denke, die Wahlen waren sehr deutlich eine Ohrfeige an die Ampelparteien, aber eigentlich auch an die Bundes-CDU. Und die Wahlen haben sehr deutlich gezeigt, dass die Menschen es einfach leid sind, immer wieder Parteien zu wählen, die ihr Leben verschlechtern. Und warum auch für die CDU? Also es ist ja schon bemerkenswert, dass überall dort, wo Ministerpräsidenten erfolgreich waren, sie das eigentlich nur deswegen waren, weil oder nicht nur deswegen, aber auch deshalb waren, weil sie sich von der Bundesebene abgegrenzt haben. Also bei Herrn Woidke war das nun sehr deutlich spürbar, dass er also Herrn Scholz nicht in Brandenburg haben wollte, dass er auch oder nicht. Naja, bei Kretschmer war das auch schon ziemlich deutlich. Vor allem bei der Russlandpolitik schießt er dauernd quer, was die CDU-Linie angeht. Also CDU-Politiker auf Bundesebene gehören zu den wirklich fanatischsten Kriegstreibern, die es überall gibt. Und Kretschmer hat in Sachsen schon immer sehr viel moderatere Töne angeschlagen, das muss man schon sagen. Und sonst wäre Kretschmer in Sachsen auch nicht Wahlsieger geworden. Also im Osten will die Mehrheit Frieden mit Russland und die CDU ist nicht auf dieser Linie. Dementsprechend muss ein Ministerpräsident, wenn er erfolgreich sein will, da eine andere Linie fahren. Nicht er, aber aus seinen Reihen die Empfehlung kam, Frau Esken und Herr Kühnert sollten doch ihre öffentliche Präsenz reduzieren. Aber auch bei Herrn Kretschmer, der ja auch einen erfolgreichen Ministerpräsidentenwahlkampf geführt hat, war es ja keineswegs so, dass dort Herr Merz in der vorderen Reihe stand, sondern auch hier jemand erfolgreich war, der sich von der Bundesebene eher abgegrenzt hat. Und ich finde, das sollte man ernst nehmen. Vor allem aber natürlich sind die Wahlen ein Signal gewesen und daran ändert auch Brandenburg nichts, ein Signal an die Ampel, dass diese Regierung im Land wirklich überhaupt keinen Rückhalt mehr hat. Da braucht man nicht nur die Umfragen, dass exakt 0% der Bevölkerung diese Regierung fortführen wollen, sondern man muss ja einfach auch schauen, wie diese Parteien abgeschnitten haben und speziell eben auch Grüne und FDP jetzt nochmal in Brandenburg pulverisiert wurden. Man muss ja auch deutlich sagen, also eine Partei, die ja weniger Werte hat oder weniger Zuspruch als die Tierschutzpartei, die sollte eigentlich wirklich nicht länger als Regierungspartei unser Land mitführen und gestalten, also sprich die FDP. Die Frage ist jetzt, ob die Ampel. Ja, hier kriegt Christian Lindner mal wirklich die verdiente Quittung für seine katastrophale Wirtschaftspolitik. Also unsere energieintensive Industrie wandert ab. Die gesamte Industrie befindet sich schon seit einigen Jahren im Niedergang und Christian Lindner verschärft all das durch seine absurde Sparpolitik, von der ein Sektor ausgenommen ist, nämlich die Rüstungsindustrie. Die Rüstungsausgaben, die explodieren nämlich unter Christian Lindner. Da stört auch dann keine Schuldenbremse. Die Schuldenbremse, die stört nur bei Investitionen in unsere Infrastruktur oder Ausgaben für Rente und Soziales. Sich entsprechend diesem Wählervotum ja, das auch ernst nimmt und vielleicht sagt, so wie wir jetzt können wir nicht weitermachen und wir machen den Weg frei für Neuwahlen. Die Diskussionen sind im Gange, in der FDP, glaube ich, ernster als bei den Grünen ja offenbar gar nicht. Da überwiegt ja der schlichte Machterhalt und die Angst um gewonnene Mandate. In der FDP gibt es zumindest eine gewisse Debatte, habe ich das Gefühl. Nur man müsste natürlich wirklich auch an diese Partei appellieren, doch noch den Rest ihrer Würde zu behalten und die Reißleine zu ziehen. Ob das dazu kommt, weiß ich nicht. Man hat ja doch das Gefühl, dass auch hier die Beharrungskräfte sehr, sehr stark sind. Aber Herrn Lindner kann man wirklich immer nur daran erinnern, was er doch sehr weise einmal gesagt hat. Nicht regieren ist besser als schlecht regieren. Also wenn sich in der FDP der ein oder andere an dieses Motto erinnern sollte und uns das erspart, mit dieser Ampel noch ein Jahr konfrontiert zu sein und noch ein Jahr zu erleben, wie die Ampel unser Land herunterwirtschaftet, das wäre doch eine sehr, sehr positive Erfahrung. Naja, also
Es wäre erstmal gut, wenn es Neuwahlen gäbe und dafür die Ampelparteien abgestraft würden. Aber wie es aktuell aussieht, würden davon zwar das BSW und die AfD profitieren, aber auch die CDU. Und die CDU, die will ja nichts ändern. Der nächste Kanzler würde somit wahrscheinlich Friedrich Merz heißen und unter dem Kanzler Merz würde es wahrscheinlich genauso weitergehen wie jetzt unter Olaf Scholz. Ich möchte aber auch etwas sagen, natürlich zu der Frage der Kriege dieser Welt, weil bei allem, was wir hier in Deutschland an. Ja, sehr wichtiges Thema. Gut, dass Sarah Wagenknecht jetzt an der Stelle mal Gaza und Ukraine anspricht. Also vor allem, und nicht nur Gaza, also diese gesamte Kriegspolitik von Israel, die hunderten Toten, die täglich israelische Bombardements aus dem Libanon fordern, all das wird hierzulande gar nicht groß berichtet. Die Medien, die beschäftigen sich lieber mit anderen Dingen. Aber dass Israel da gerade einen neuen Regionalkrieg provoziert, beziehungsweise nicht nur provoziert, dass Israel den gerade beginnt, also das, das gerät hierzulande leider viel zu sehr aus dem Blickpunkt der Öffentlichkeit. Auseinandersetzung haben, ändert das ja nichts daran, dass wir in einer Welt leben, in der die Kriege und auch die Kriegsgefahren weiter eskalieren, ganz konkret jetzt auch im Nahen Osten. Ein Jahr nach dem Massaker der Hamas in Israel gibt es im Gazastreifen mehr als 40.000 Tote, darunter etwa 11.000 Kinder. Und alleine das zeigt meines Erachtens das Versagen der internationalen Gemeinschaft auf die Regierung Netanjahu in irgendeiner Weise mäßigend einzuwirken. Jetzt, und auch die Zahlen zeigen natürlich, dass dieser Krieg schon lange kein Selbstverteidigungskrieg mehr ist. Der ist ein Rachefeldzug, er ist ein Vernichtungsfeldzug. Und ich finde, dass hier wirklich die internationale Gemeinschaft längst gefordert wäre. Wir hatten ja deshalb auch im Bundestag beantragt, zumindest aus Deutschland keine Waffen mehr zu liefern, längst gefordert gewesen wäre, sich hier stärker einzuwirken, statt wegzusehen. Jetzt setzt Israel die Kriegsverbrechen im Libanon fort. Hunderte Tote sind schon zu beklagen, auch viele Zivilisten. 100.000 Menschen sind aufgefordert, ihr Zuhause zu verlassen. Und wer Gaza vor Augen hat, der ahnt oder fürchtet, was auch dort drohen könnte. Frankreich hat eine Sondersitzung dazu beantragt. Man fragt sich schon, was unternimmt Frau Baerbock? Von der Bundesregierung ist nichts zu vernehmen, außer über Monate ein folgenloses Warnen vor einer Eskalation. Aber die Eskalation ist da und sie ist natürlich auch in dieser Region hochgefährlich. Auch deshalb, weil natürlich eine solche Eskalation auf der Gegenseite zu Radikalisierung führt. Das wird den islamistischen Radikalismus und auch den islamistischen Terrorismus nicht stoppen. Es wird ihn eher stärken. Ja. Die Hamas ist unter israelischer Militärbesatzung im Gazastreifen entstanden. Die Hisbollah ist entstanden, nachdem Israel völkerrechtswidrig in den Südlibanon einmarschiert ist und dort tausende Zivilisten umgebracht und vertrieben hat. Also so ist die Hisbollah entstanden. Also die Hisbollah ist als Reaktion auf die brutale israelische Besatzung im Südlibanon entstanden. Und jetzt anzunehmen, dass eine weitere israelische Besatzung das irgendwie, also irgendwie solche Gruppen da, langfristig schwächen könnte. Also das ist doch nun wirklich eine absurde Annahme. Nee, es geht der rechtsradikalen Regierung Netanjahu darum, an der Macht zu bleiben. Es geht nicht darum, diese Gruppen zu schwächen. Also Netanjahu hat ja sogar mal gesagt, dass man die Hamas ja mit Geld unterstützen solle, denn die Hamas sei die Garantie dafür, dass es keinen palästinensischen Staat gäbe. Also das ist ja die Politik, die in Israel gefahren wird. Weil allein diese extreme Eskalation natürlich den Hass schürt und das ist der Boden, auf dem radikale und terroristische Islamisten groß werden. Und insoweit muss man wirklich sagen, auch die Bürger Israels zahlen natürlich für diese Selbstüberschätzung der Regierung Netanjahu einen sehr hohen Preis. Statt siegestrunkener Verachtung für menschliches Leid braucht es endlich Verhandlungs- und Friedensbereitschaft. Und das ist auch unser Anliegen als BSW und unser Appell auch an die Bundesregierung, sich hier endlich auch mit einzusetzen und die Stimme zu erheben. Ja, und das heißt im Falle von Israel vor allem keine Geldzahlung, keine Waffenlieferung an Israel. Punkt. Also, wer Frieden will, der liefert keine Waffen, sondern schickt Diplomaten. Das Gleiche gilt natürlich unverändert auch für den nach wie vor als Stellungskrieg, jeden Tag hunderte junge Männer opfernden, tötenden Krieg in der Ukraine. Herr Selenskyj will jetzt seinen Siegesplan vorstellen.
als ob nicht längst klar ist, dass dieser Krieg keine Sieger haben wird und keine Seite diesen Krieg gewinnen wird, sondern alleine schon das Anliegen zu siegen nur bedeutet, dass immer weiter gestorben wird. Herr Scholz hat jetzt auch davon gesprochen, dass man verhandeln sollte. Das ist ja erstmal eine interessante und bemerkenswerte Erkenntnis. Aber offensichtlich fragt man sich schon, ja, wie wird das unterlegt? Was macht die Regierung, um tatsächlich hier eine Friedenslösung zu erreichen? Stellt man sich weiter hinter Vorschläge aus Kiew, die sicherlich nicht zu einer Kompromissfindung führen? Es braucht einen Verhandlungsplan, es braucht Deeskalation und Vernunft. Und in dem Zusammenhang haben wir heute beispielsweise einen sehr interessanten Gast bei uns in der Gruppensitzung gehabt. Oberst AD Wolfgang Richter war bei uns und hat uns seine Position als Militär, als ein versierter Experte, der auch bei vielen Rüstungsgesprächen, Rüstungskontrollgesprächen, auch aktuell bei vielen militärischen Gesprächen, also zum Beispiel auch in den USA mit Russland wird das ja immer noch, es finden ja immer noch Gespräche statt, der dort auch Kenntnisse hat, der teilweise persönlich beteiligt war oder Beteiligte kennt, hat uns hier seine Sichtweise deutlich vermittelt. Das war für uns hochinteressant und es ging einerseits um den Krieg in der Ukraine, wo er auch nochmal darauf verwiesen hat, dass es im Grunde mit weiteren Waffenlieferungen und dass die ganzen Waffenlieferungen im Grunde ja die Situation eher verschlechtert haben, dass es damals in Istanbul schon eine Möglichkeit für einen Kompromissfrieden gegeben hätte, der wesentlich vorteilhafter war als das, was man vermutlich jetzt erreichen könnte. Wir haben aber vor allem auch über die geplante... Ja, nochmal zu diesem Kompromissfrieden. Das hat mittlerweile sogar Victoria Nuland bestätigt. Ich werde euch den Ausschnitt jetzt nicht nochmal raussuchen. Da haben die Nachdenkseiten beispielsweise einen Bericht zugebracht. Schaut euch das an. Das hat der ukrainische Verhandlungsführer David Akramia bestätigt. Ich hatte den Ausschnitt hier schon gezeigt. Also es wurde mittlerweile von allen im Westen, die an diesen Verhandlungen beteiligt waren, bestätigt, dass der Westen diesen Frieden nicht wollte. Und der Westen heißt die ganz besonders Großbritannien und die USA, die unbedingt wollten, dass dieser Krieg weiterläuft. Stationierung von US-Mittelstreckenraketen gesprochen, die ja in Deutschland, also die Herr Scholz mal eben am Rande eines NATO-Gipfels vereinbart hat. Und da war es für uns wirklich sehr interessant, seine Sichtweise als Militärexperte zu hören. Und er hat sehr deutlich gemacht, dass eben die öffentliche Begründung für diese Raketen nicht der Realität entsprechen. Also es gibt keine Fähigkeitslücke, sondern die Seestreitkräfte, die verschiedenen Systeme, die die NATO bereits hat, bei Luft- und Seestreitkräften bedingen eine Überlegenheit, sind schon heute den Russischen deutlich überlegen. Dafür bräuchte es diese Raketen nicht. Und er hat sehr deutlich darauf hingewiesen, dass diese Raketen aber ein sehr, sehr hohes Risiko bergen, weil sie das nuklearstrategische Gleichgewicht zwischen Russland und den USA verändern und damit tatsächlich in Deutschland im Konfliktfall ein großes Risiko auslösen, hier zur Ziellinie russischer Angriffe, und zwar Präemptivschläge, also vorbereitender Schläge, zu werden, weil die Russen davon ausgehen müssen, dass mit diesen Raketen tatsächlich bei ihnen Nuklearstreitkräfte, strategische Streitkräfte so getroffen werden können, dass sie sonst nicht mehr reagieren können. Das heißt, die Warnung war, das ist der absolut falsche Weg. Es würde auch dazu führen, dass noch mehr Rüstungskontrollvereinbarungen nicht eingehalten werden. Und das, was diese Waffen gegenüber allen, die wir bisher haben, auszeichnet, also auszeichnet in Anführungsstrichen, ist eben, dass man damit tatsächlich einen Überraschungsangriff starten könnte, was bei anderen Waffensystemen in dieser Form nicht möglich ist. Er hat auch noch mal ausgeführt, dass es keine Reaktion auf die Iskander-Raketen, sondern dass das tatsächlich eine Stationierung ist, die einen neuen Wettlauf in Gang, einen neuen Rüstungswettlauf, der sehr, sehr gefährlich ist und wo Deutschland wirklich im Zentrum der Gefahren liegt, dass das einen solchen Wettlauf auslösen könnte. Und wir haben natürlich darüber gesprochen, wie man das verändern und verhindern kann. Also, dass es sehr, sehr wichtig wäre, das noch zu verändern. Dafür gibt es ja in der nächsten Woche am 3. Oktober in Berlin eine Friedenskundgebung, wo ich auch sehr froh bin, dass auch Herr Stegner dort sprechen wird als einer derer aus der SPD. Es hat mich sehr gefreut, dass Stegner
Das Stigma dabei ist, also ein SPD-Politiker, also auch in der SPD, da scheint noch nicht allen komplett transatlantisch das Gehirn gewaschen worden zu sein. Also da scheint es auch noch Leute zu geben, die sich für Frieden einsetzen. SPD, die das ablehnen, weil ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig, dass sich hier die Kräfte, die die Gefahren sehen und thematisieren. Wir haben das ja auch in den Wahlkämpfen zum Thema gemacht, auch in viele Menschen im Osten. Um jetzt nicht falsch verstanden zu werden, das ist eine absolute Minderheitenmeinung in der SPD. Also das ist wirklich ein Einzelfall, den man nicht generalisieren kann. Er wurde danach auch von zahlreichen anderen SPDlern wirklich scharf angegriffen, dafür, dass er auf dieser verdammten Putin-Demo dabei ist. Also ungefähr das war dann das Framing, was gegen ihn verwendet wurde. Treibt diese Frage um, natürlich auch viele Menschen im Westen, dass sie hier nicht irgendwann zu einem ja, nuklearen Schlachtfeld in Deutschland werden wollen, auch in Europa. Zumal man zum Beispiel sehen muss, es hat gerade im Pentagon eine Ausschreibung wurde geschlossen, 34 Millionen Dollar dotiert für eine Studie, die sich mit den Folgen eines europäischen Nuklearkriegs auf die Weltnahrungsmittelversorgung beschäftigen soll. Also da wird ja schon im Grunde durchgespielt, welche Folgen das haben. Man schaut sich das an, man kalkuliert das offensichtlich. Das ist eine hochgefährliche Entwicklung und wir erwarten von der Bundesregierung und von einem Bundeskanzler, der einen Amtseid geschworen hat, dass er hier unser Land nicht in eine solche Gefahr bringt. Ja, könnte man eigentlich erwarten, aber er bringt also Deutschland bietet sich ja an. Das ist das erste Land, das in dem diese Mittelstreckenraketen stationiert werden sollen. Und Deutschland macht sich damit ganz besonders zur Zielscheibe. Also man könnte die Haltung der Bundesregierung ungefähr so zusammenfassen: Atomkraft, nein, danke. Atomkrieg, ja, bitte. Ein drittes Thema, das ich ansprechen möchte, ist der Corona-Untersuchungsausschuss. Wir haben in der letzten Woche an alle Fraktionen einen Antrag verschickt. Man braucht ja Ja, das ist auch noch ein sehr wichtiges Thema. Es ist gut, dass sie das anspricht. Da ist ja beim BSW auch Friedrich Pirner ganz groß mit dabei. Der hat sich ja als Arzt immer für Corona-Aufklärung eingesetzt und er ist jetzt fürs BSW sogar ins Europaparlament eingezogen. Da wird das BSW auch nach der nächsten Bundestagswahl ganz viel zu machen. Aber jetzt hat man erstmal so einen Antrag in den Bundestag eingebracht. Der wird sehr wahrscheinlich, wenn sich da nicht couragierte Abgeordnete, beispielsweise von der FDP oder von sonst woher finden, also couragierte Abgeordnete von der FDP, ich weiß. Klingt lustig genug, da wird das Ganze wahrscheinlich abgelehnt werden, muss man sagen. Also die AfD wird dazu stimmen, die paar BSW-Abgeordneten, die 10 Stück, die es im Bundestag gibt, die werden dazu stimmen, aber das wird leider nicht reichen. ein Quorum dafür, ein Viertel der Abgeordneten. Das haben wir leider aus eigener Kraft der BSW-Gruppe können wir das nicht tun. Wir halten es für sehr, sehr wichtig, auch gerade nachdem die ungeschwärzten RKI-Files öffentlich wurden, nachdem sehr deutlich ist, wie willkürlich viele Maßnahmen waren. Und es gibt ja auch immer noch Verfahren, es gibt noch Menschen, die sich dagegen wehren, es gibt Menschen, die auch immer noch verurteilt werden. Es ist gerade ein Soldat, ein Bundeswehrsoldat, sogar inhaftiert worden, weil er eben damals sich der Impfung verweigert hat. Also es sind ja tatsächlich immer noch juristische Folgen. Und ich habe vor kurzem auch mit einer Juristin gesprochen, die gesagt hat, ja, es wäre sehr wichtig, dass über eine Untersuchung und über politische Konsequenzen auch Gerichte eine bessere Grundlage dafür haben könnten, dann solche Dinge einzustellen, solche Dinge nicht weiter zu verfolgen und auch Geschädigte eben zu entschädigen und Strafzahlungen zurückzuzahlen. Das wäre ja dringend notwendig. Deswegen wollen wir, dass dieser Untersuchungsausschuss noch in dieser Legislatur startet. Ob wir das Quorum erreichen, wissen wir nicht. Wir haben es jetzt versucht, weil ich meine, es gibt ja immerhin auch aus der FDP den einen oder anderen, der öffentlich zumindest sagt, wir brauchen so etwas. Er ist für eine Aufarbeitung der Corona-Zeit. Also wir wünschen uns, dass es da eine Bewegung gibt. Ansonsten wird es natürlich spätestens nach einer neuen Bundestagswahl dann ja wahrscheinlich bessere Chancen geben, auch das Quorum zu erreichen. Ja, ganz einfach. Nach der Bundestagswahl werden AfD und BSW definitiv mehr als ein Viertel der Sitze holen. Also zumindest laut den aktuellen Umfragewerten sind sie da deutlich drüber. Das heißt, dann dürfte die Einberufung von so einem Untersuchungsausschuss kein Problem sein. Erreichen, aber wir haben es jetzt schon gemacht, weil wir finden, man sollte hier nicht weiter Zeit verlieren, Zeit ins Land gehen lassen, wo Betroffene einfach geschädigt werden und wo es eben auch nach wie vor sehr, sehr viel
Unrecht gibt, auf Grundlage von damaligen Regeln, wo heute fast alle zustimmen, dass sie eben nicht durch die Wissenschaft gedeckt waren, so wie uns Herr Lauterbach und andere das vermittelt haben. Einen letzten Punkt, den ich ansprechen möchte, das ist das Deutschlandticket und der Autogipfel. Also ich muss sagen, also wenn man irgendwie eine Begründung möchte, dass grüne Politik heutzutage schlicht verrückt ist, dann muss man sich einfach diese Entscheidungen angucken. Also auf der einen Seite, oder auch die Ampel insgesamt, ich meine, es sind ja nicht nur die Grünen. Auf der einen Seite werden Dienstautos, E-Wagen bis zu einem Listenpreis von 95.000 Euro in Zukunft steuerlich gefördert, weil das angeblich dem Klimaschutz dient. Und auf der anderen Seite wird das Deutschlandticket deutlich verteuert, was ja sicherlich für viele Menschen auch die Frage aufwirft, gerade wenn man in bestimmten Regionen sowohl den Zug als auch das Auto nutzt, leistet man sich das noch oder geht man eben vollständig aufs Auto? Das heißt, das ist eine Politik, das hat nichts mit Umweltaspekten, das hat nichts mit Klimaschutz zu tun. Es ist einfach nur eine Ignoranz gegenüber den Menschen. Es ist wirklich immer wieder das Gleiche da, wo auch gerade Ärmere betroffen sind. Und für die sind 9 Euro mehr eine wirklich handfeste Größe. Da interessiert es einen nicht. Aber wenn es um Projekte geht, von denen am Ende sehr, sehr wohlhabende profitieren, dann ist Herr Habeck auch immer dafür, also dort zu fördern und Klimaschutz zu betreiben. Und wir sehen ja jetzt auch, wie diese falsche Energiepolitik, natürlich auch das Verbrennerverbot, wie diese Politik jetzt dazu führt, dass unsere Schlüsselindustrie in Gefahr gerät, nämlich die Autoindustrie. Die Anzeichen, gerade bei VW, aber auch bei anderen, auch bei den Zulieferern, sind ja sehr, sehr bedrohlich. Und ich muss sagen, auch hier zeigt sich wieder die ganze Absurdität, dass jetzt ernsthaft über eine Abwrackprämie diskutiert wird. Also das Letzte, was man irgendwie im Interesse von Umweltschutz und Klimaschutz rechtfertigen kann, ist eine Abwrackprämie. Und eine Abwrackprämie braucht man jetzt deshalb, weil man im Interesse des Klimaschutzes den Verbrenner verbieten will und das E-Auto fördern will, das allerdings beim Strommix in Deutschland mit einem Mittelklassewagen noch nicht mal mithalten kann. Also es ist ja schlechter. Also eine so irre Politik, so undurchdacht, so völlig jenseits jeden Kompasses, das ist wirklich etwas, wo man wieder erlebt, also diese Ampel hat fertig. Also solche Entscheidungen, ich meine, die Abwrackprämie ist ja noch nicht beschlossen, aber sie wird zumindest diskutiert, man weiß ja gar nicht, ob sie kommt, aber alleine diese ganzen Vorschläge und diese Ideen zeigen, dass man hier überhaupt keinen Plan hat. Also wir sind sehr für eine vernünftige Klimapolitik, allerdings würde das unseres Erachtens bei der Autoindustrie bedeuten, sich von diesen Flottengrenzwerten zu verabschieden, statt sie jetzt nochmal zu verschärfen und stattdessen Auflagen zu machen, was die Entwicklung verbrauchsärmerer Verbrenner angeht. Und natürlich kann man auch an die Adresse der Automobilkonzerne sagen, es ist ja wohl verrückt, in einer Zeit der Krise Anfang des Jahres bei VW 4,5 Milliarden an Dividende auszuschütten, statt dieses Geld im Unternehmen zu investieren in Forschung. Ja, sehr gut. VW, sehr gut, dass Sie das erwähnt. Das wollte ich gerade auch nochmal sagen. Die 2 Jahre davor hat VW ja ungefähr nochmal doppelt so viel Dividende in jedem Jahr ausgeschüttet. Also es ist ja wirklich absurd, welche Unsummen VW und Dividende ausgeschüttet hat, die dann bei den Familien Pirch und Porsche gelandet sind, beziehungsweise beim Emirat Katar. Also dieses Geld hätte VW wirklich investieren können. VW müsste ein einziges Jahr auf Dividende verzichten und die Finanzprobleme wären gelöst. Kein Beschäftigter müsste entlassen werden. Man muss 5 Milliarden Euro einsparen. Das ist wirklich ein Jahr Dividende. Ein Jahr Dividende, die nicht gezahlt werden müsste. Das wäre es schon. In Entwicklung, in bessere Modelle, aber eben unseres Erachtens vor allem, weil das ist nun mal das, was die deutschen Auto- und Mobilunternehmen können, das ist unser Know-how, in verbrauchsärmere Verbrennermodelle. In den USA sehen wir gerade, die Autokonzerne haben ihre E-Auto-Ziele deutlich reduziert. Weltweit wird man weiterhin Verbrenner fahren. Das heißt, wenn Deutschland einen Beitrag zum weltweiten Klimaschutz leisten wollte, dann wären es gerade verbrauchsarme Verbrenner, die wir dann auch in die Welt exportieren könnten, statt mit einem Verbot unserer Schlüsselindustrie abzuwürgen. Also auch das ist eine Politik, die man eben wirklich nicht mit Sinn und Verstand rechtfertigen kann. Ja, das ist gut, dass er das zum Ende nochmal angesprochen hat. Vor allem der Fall VW, der ist gerade sehr wichtig und vor allem für Niedersachsen sehr akut.
Bei VW sitzt ja die niedersächsische Landesregierung mit im Aufsichtsrat und hat dort dank VW-Gesetz eine Sperrminorität. Das heißt, Niedersachsen könnte verhindern, dass da ein Werk geschlossen wird und dass da auch nur ein Beschäftigter entlassen wird. Also hier muss man, glaube ich, auch noch mal ganz besonders Ministerpräsident Stefan Weil adressieren. Das ist wirklich in Niedersachsen hochpolitisches Thema, was auch im Landtagswahlkampf wirklich eine zentrale Rolle einnehmen wird. Wenn es bei VW Entlassungen geben wird, dann gehen die zu 100% aufs Konto der niedersächsischen Landesregierung, die es nicht geschafft oder die sich nicht dagegen stellen wollte. Also das muss man hier nochmal ganz klar sagen. Wenn es bei VW zu Entlassungen kommt, dann ist da die niedersächsische Landesregierung unter Stefan Weil dran schuld. Und dann wird man das im Wahlkampf auch gegen diese Landesregierung anführen. Also das vielleicht jetzt nochmal zu dieser Situation in der Autoindustrie. Allgemein für die deutsche Autoindustrie sicherlich, Wagen nicht, hier ist angesprochen, braucht es dann eine andere Strategie. Aber mal ganz allgemein, die deutsche Autoindustrie leidet wie die gesamte deutsche Industrie, die gesamte deutsche Wirtschaft am schwächelnden Binnenkonsum. Wir haben seit Ende der 2010er Jahre schon vor Corona ein Problem mit einem extrem schwachen Binnenkonsum. Also wir haben in Deutschland seit Ende der 90er eigentlich, aber die neueste Schwächephase, die begann ja Ende der 2010er Jahre, als die deutsche Wirtschaft schon langsam in eine Rezession kippt, als die Industrie langsam begann, wieder an Fahrt zu verlieren, wieder ihre Produktion zurückzufahren. Da hätte man, also seitdem hätte es eigentlich riesige Konjunkturprogramme gebraucht, um die Binnennachfrage zu beleben. Nichts, nichts. Also bis heute setzt Lindner auf Sparpolitik. Bis heute wird nichts getan, um die Binnennachfrage zu erhöhen. Ganz im Gegenteil, man beginnt Wirtschaftskriege gegen andere Länder, wie letztens gegen Russland, und lässt dadurch die Reallöhne noch weiter in den Keller fallen. Also das Problem ist bei der Autoindustrie, wie bei vielen anderen Branchen auch, einfach die fehlende Binnennachfrage. Deswegen geht es der gesamten Wirtschaft schlecht. Also wenn die Deutschen jetzt wirklich so viel mehr Kaufkraft hätten, also so viel mehr Kaufkraft gewonnen hätten in den letzten Jahren, wie beispielsweise US-Amerikaner. Oder die Chinesen oder die Russen oder eigentlich jede Nation auf dieser Welt außer Deutschland geführt, also fast jede Nation, dann sähe es nicht nur in der Autoindustrie nicht so düster aus, sondern dann sähe es in der gesamten deutschen Wirtschaft wesentlich besser aus. Und dafür müsste der Staat Geld ausgeben, dafür müssten die Löhne endlich deutlich stärker steigen, die Renten müssten steigen. Also alles Dinge, die man politisch machen könnte. Also das nochmal ein Wort zur wirtschaftlichen Gesamtlage. Aber ich glaube, damit ist die Reaktion auch schon lang genug. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. War ein interessantes Statement von Sarah Wagenknecht. Auch die Forderung nach einer Neuwahl, da stimme ich zu. Schade finde ich es, dass sie nichts zu den Landtagswahlen gesagt hat. Wie gesagt, da kennt ihr meine Meinung. Das BSW sollte in allen drei Bundesländern in der Opposition bleiben. Es ist wichtig, dass das BSW hier als oppositionelle Kraft erhalten bleibt und sich nicht in irgendeine Koalition der etablierten Parteien einreiht. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.